Ich habe halt versucht, Chio-Chips zu finden. Feen waren also mit der Tür verbunden. Vielleicht hat sie das Chaos in den Theaterstücken. Wie seltsam, ich spüre wie meine Funkelkraft stärker wird. Sie scheint auf diese gruselige Tür zu reagieren. Vielleicht kann ich sie öffnen, wenn ich meine Funkelkraft mit einigen Funkelkristallen verstärke. Finde das Spiel bis jetzt doch relativ abwechslungsreich. Das hätte ich jetzt von einem Mario-Spiel nicht gedacht. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Nö, die behalte ich jetzt. Wir wollen ja weitermachen. Und Jasim, wie findest du das Spiel oder die Jungs bis jetzt? So ruhig, so ruhig. Könnt ihr später noch mal eine Runde Mario Kart spielen, wenn ihr wollt. Alter, dieser Ladebildschirm hat. Bei diesem Ladebildschirm hast du die Sekunden per FPS gehabt. Nicht Frames per Second, sondern Second per Frame. Wenn ich überhaupt noch Mitgliedschaft habe. Keine Online-Mitgliedschaft immer noch. Ach, schade. Ist ja Justin mal wieder, wenn er meckert. Wie kommt ihr da rein? Durch die Tür? Entschuldige, Justin. Oh mein Gott. Könnte meine Lehrerin damals aus der vierten oder fünften Klasse sein. Wir schreiben Theaterstücke mit Frau Grebe. Sie ist neu. Ihr da, wollt ihr uns aufhalten? Immer. Die hört sich auch so ein bisschen an wie meine alte Lehrerin. Na dann. Was zum Geier? Ah, ich muss drehen. Na, da haben wir den Uterus zum Platzen gebracht. Sie hört sich original an wie meine Mathe-Lehrerin. Also der erste Big Boss. Finde ich cool, dass wir Münzen kriegen für die Herzen, die wir nicht brauchen. Was zum Geier ist das? Das sind aber große Klamusterbären.
Alter, die Frames, wie die am Sterben sind. Die Switch ist am Ende so langsam. Also wird schon kritisch. Mach's gut, Lehrerin, aus dem Matheunterricht. Tschüss. Oh my goodness. Jetzt haben wir wieder den ach so tollen Ladebildschirm. 21, 2. Wir hatten ungefähr 2 Sekunden pro Frame, gefühlt. Jetzt können wir nach oben. Dank dir ist aus diesem Stockwerk alles wieder wie vorher. Toll, vielen, vielen Dank. Allerdings haben wir immer noch keine Funkelis gefunden. Ich frage mich, wo sie sind und Sorgen mache ich mir auch. Vielleicht haben sie sich auf eins der anderen Stockwerke zurückgezogen. Lass uns nachsehen. Disco-Kleid. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich bleibe erstmal bei dem Outfit. Wir könnten hier natürlich gucken, noch versuchen, die Schleifen zu kriegen. Aber ich habe doch dieses gepunktete Kleid bekommen. Wo finde ich nur? Hallo, ich bin der Fotograf des Funkeltheaters. Meine Spezialität sind Bühnenfotos. Lass mich auf der Suche nach einer Person, die meinen Fotos gewisse etwas verleiht. Dass es sich bei dir um eine Schauspielerin handelt? Ja, klar. Ah. Kennst du schon das Herzamulett? Es ist sehr beliebt bei Neulingen. Trägst du eins, verleiht es dir 3 Bonusherzen. Also, was meinst du? Ja, nehme ich mit. Ich kann es auch wieder an mich nehmen, wenn du es nicht mehr brauchst. Hier wird für das Fechtstück geprobt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Besiege so viele Gegner, wie du kannst. Die Probe endet, wenn du Schaden nimmst. Wenn du deine Sache gut machst, bekommst du eine tolle Belohnung. Weil, zeig, was du kannst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fechtprobe. Machen wir doch mal. Die Level gingen so schnell durch. Ich glaube, das Fechten habt ihr verpasst. Verdammt. Naja, wir haben es probiert, okay. Wir haben es probiert. Also die Kurse, die Theaterstücke haben mir tatsächlich jetzt sehr gut gefallen. Vor allem, weil sie halt immer sehr... Sie waren recht kurz. Fand ich ein bisschen schade, aber auch sehr abwechslungsreich. Naja.
So, kann ich in den Keller? Keller, Keller, Keller. Dabei wollte ich doch erst in den... Das ist der Keller des Theaters, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir hier noch nicht weit genug sind. Da kommt doch irgendwas. Ich glaube, das Spiel ist doch größer als gedacht. Ich freue mich auf den 27. Mai. Da spielen wir ein neues Mario-Spiel und das werden wir auf jeden Fall durchspielen, weil das hat mich auf der GameCube sehr gerne. Muss ich mir vom Daniel nochmal ausleihen. Und zwar Paper Mario, Legende vom Äonentor, Paper Mario 2. Ich wollte es mir eigentlich holen, aber 180 Euro ist mir dann doch ein wenig zu viel für ein GameCube-Spiel. Ist auch schon seine 15 Jahre alt, mindestens. Der perfekte Raub. Oh, werde ich jetzt zu Zorro? Oder zu einer Diebin? Also die Ninja Peach war in Ordnung. Die Fest Peach hat mir im Gameplay am besten gefallen. Aber die Kolosseurin... Also die Tortenmacherin hat mir am besten gefallen. Da habe ich richtig Hunger gekriegt. Peach Time. Sieh dir mal die seltsamen Poster an. Was das zu bedeuten hat. Wir sollen es mal umsehen. Truppe ist einfach schrecklich. Ein Meisterdieb könnte sie auf... Okay. Es gibt eine Räubertruppe, die alles mitnimmt. Und wir müssen uns... Und der sagt, ein Meisterdieb könnte sie aufhalten. Die Räubertruppe plant Übles. Du solltest auch vorsichtig sein. Der Juwelenladen, dort müssen wir hin. So, Juwelenkraft macht uns glücklich. Ja, ich helfe euch. Da drüben. Das sind Drohnen. Kommen wir nicht an den Wachen vorbei. Ich auch nicht. Okay. Da sind sie, aber ich darf nur beschatten. Nein, ich will nochmal zurück. Ich bin noch nicht fertig mit allem. Ui. Du bist an den Wachen vorbeigeschlichen? Wenn du so fähig bist, dann würdest du mir bitte folgen?
Mal sehen, ob ich recht hatte. Ja, du solltest das Zeug dazu haben. Warum nur ich und nicht ihr? Naja, komm, ist egal. Willkommen in unserer geheimen Zentrale. Vielleicht kannst du die Geräte aktivieren. Oha. Jetzt wird's interessant. Oha. Meisterdieb in Peach. Wir brauchen einen Meisterdieb, um Räuber aufzuhalten. Hilfsdrohnen aktiviert. Nun vertrauen wir ganz auf dich. Schleich dich von hier aus zu ihrem Gebäude. Wir unterstützen dich nach Kräften. Alles klar. Aua. Ups. Ich finde das Gameplay sehr abwechslungsreich. Oh, unsere Hackerin. Ja, wie wär's mal mit weiterlaufen? Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde, das hat was. Ah. Interessant. Ah, es war ein bisschen.
Oh, drei Herzen, super. Und Money. Alle Juwelen sind wieder da. Oha. Jo, man kann es auch übertreiben. Meisterdiebin Peach, der perfekte Raub. So. War aber nicht schlecht. Das war der perfekte Raub. Ja, die Kurse gehen schnell vonstatten. Aber ein bisschen was einfallen lassen, also. Oha.